Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von der Crew 2 und wir werden heute hier beim Autohändler mal ein neues Auto holen und zwar nicht das hier. Der wäre zwar geil, aber da braucht man Kult 100, ich bin erst Kult 46, das heißt das Ding gehört mir noch nicht, aber hier hat man einerseits die Kawasaki Ninja, die ich mir auch nicht holen werde, sondern wir sind hier hinten zu Hause und zwar wird es wahrscheinlich der Audi A8 werden. Ich bin da gerade so ein bisschen am Schauen, die zwei ja, standardmäßig stärksten haben wir schon mal im Bunde. Wir haben hier einen 911 GT3 RS, wäre noch zur Auswahl. Wir hätten hier noch einen Lamborghini Murcielago LB640. Dann einen Ferrari F40. Aber auch hier einen R8 Coupé V10. Und ich habe irgendwie Bock auf das Ding hier. Und zwar in dem wunderschönen Blau. 416.000 Bucks kostet das Ganze, da haut es uns ordentlich runter, aber es ist immerhin ein SATA V10, was da drin hockt. Gut, der digitale Tacho ist nicht ganz so geil animiert, man sieht es, also den Pixelbrei finde ich gar nicht schön. Aber immerhin funktioniert er. Das Ding ist so weit weg von zu Hause, hätte ich mir nicht gedacht. Man kann nämlich sagen, hier hinter der Yacht, da sieht man das Haus schon so ein bisschen. Da müssen wir hin. Und da werden wir jetzt auch hinfahren, weil der Wagen wird natürlich auch noch getuned. Wir wissen jetzt circa, wie er sich fährt. Das ist nicht schlecht, aber es fehlt definitiv noch an Leistung. Und das kriegt er jetzt natürlich von uns hier verpasst, weil mit Standardleistung geht keiner von uns über die Piste. Da geht kein Auto von uns über die Piste. Mensch, mein Deutsch, kann man den Hund geben. Und nicht mehr der freut sich drüber. Sind wir auch noch hier vorbeigefahren. Und da sind wir. Na, da steht einer mit Veneno. Als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich ein neues Garagentor zu bezahlen. So, wir müssen jetzt aber mal ein Stockwerk runter und zwar in die Garage, weil dort finden wir höchstwahrscheinlich auch unseren Audi R8. Und zwar wechseln wir hier einfach mal den DVR aus, weil, ja, DVR ist zwar recht und schön, aber wir haben halt ein neues Auto und das muss natürlich auch dementsprechend hier bearbeitet werden, weil das kann nicht Standard bleiben, deswegen gehen wir mal hier auf Anpassen, wir klatschen gleich mal die ganzen Performance-Teile rein. Sind mittlerweile schon ordentlich, was fällt mir gerade auf. So, und da ist er auf 262 um. Das passt schon mal sehr gut. Wir werden vom Aussehen her natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wow. Finde ich geil. Komm, was gibt's da noch Schönes? Ist jetzt schon derbe böse hier. Das sieht ja halt richtig geil aus. Einen roten Strich auch noch drin. Komm, das kommt drauf. Deswegen habe ich mich schon entschieden, dass die ja bleiben sollten. So, Spiegeln. Ja klar, hier die GT3 Spiegel drauf. Ich weiß nicht, sieht das geil aus? Ich finde eher nicht, deswegen kommt das hier drauf.
Ich glaube, das ist so ein bisschen mehr rennsportmäßig. Das kommt drauf. Gut, da bleibt mir sowieso nichts anderes über. Dann kann ich aber auch das hier wieder nehmen. Ich muss sogar beim Zurückrüsten zahlen. Das ist ja mal nicht schlecht hier. So, was gibt's denn hier? Was ist denn bei aktuell alles drin? Sowas würde natürlich gehen. Muss doch irgendwas Besseres gehen. Top 100. Ihr dürft mich jetzt nicht hier enttäuschen. Passt dazu mit der aktuellen Farbe so gar nicht zusammen. Beziehungsweise ich finde generell, dass hier einiges nicht zusammenpasst. Nehmen wir denn hier Schönes? Irgendwie wäre halt, ja. So in die Motorsportrichtung, was wäre natürlich geil. Bitte. Komm, Elton Technology, das passt doch. Da haben wir endlich mal hier Motorsport Design. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die Strecke damit. Elton Sicherheitsschuhe. Ich sehe schon, ich muss kurz reingehen und den Wagen umlackieren. So geht das nicht. Da haben wir nämlich eine Sch Ja, nee. Ich spare mir jetzt das Wort. Ihr könnt es euch denken. Die Fläche da hinten sieht halt echt bescheiden aus. Beziehungsweise hier auch rund ums Logo. Deswegen Farbe an sich. Matt schwarz. Und dann passt das. Dann dürft ihr das auch hinten halbwegs gleich sehen. Ja, sieht's auch. Dann gehen wir hier raus. Und jetzt können wir auch schön beruhigt hier fahren. Jetzt sieht das nämlich was gleich. Steht da hinten Ringbullis drauf? Tatsächlich. Gut. Wir suchen jetzt natürlich hier ein Rennen. Ich müsste halt mal die richtige Taste treffen. So. Und zwar hier Straßenrennen. Und da würde ich sagen, gleich mal eine Blitzreise hin. Der Strip Süd, da sind wir erst bei Profi unterwegs. Und das will ich natürlich hier komplett abschließen. Und das geht natürlich am besten hier mit unserem Audi R8 GT3 oder GT4 oder was das dann vom Flügel her hinten ist. Der Flügel ist eher GT4. Vorne die Front, ja doch, kommt eher den GT4 nahe. Bis auf die Flaps auf der Seite. Jetzt passt halt die Bremszettel überhaupt nicht mehr drauf, aber egal. Du hast das perfekte Auto auf der perfekten Straße. Sei der perfekte Fahrer. Also das Handling ist schon mal nicht
ganz so geil. Die mir irgendwie geiler erwartet. Runde 1 eigentlich schon mal relativ gut absolviert. Es geht zwar immer besser, aber es ist relativ gut. Wie gesagt, ich hatte schon Autos, die hier rum besseren Grip hatten. Ich fahre die Strecke auch nicht zum ersten Mal. Aber 8 Sekunden sind jetzt halt auch nicht wenig. Darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Ah, hier mit der letzten Kurve habe ich mir natürlich wieder ein bisschen was eingebrockt, weil die könnte natürlich deutlich besser gehen. Aber gut, 17.000 Bucks sind 17.000 Bucks, das darf man nicht vergessen. Und es gibt auch wieder Teile. 2 Stück. So, was gibt's da Schönes? 267er Steuergerät. 277er Auspuff. Ist ja schon mal geil. Jetzt natürlich hier nochmal eine Schwierigkeit erhöhen. Jetzt sind wir auf 280 unterwegs. Elton Technology. Wir sind auf dem Start und das Auto ist jetzt schon komplett zerkratzt. Die Straße gehört dir. So, P1. Kaum bin ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unterwegs. Passt auch auf einmal meine Linienführung. Faszinierend. Das war mal ein Abbremser hier. Halleluja. Also wenn man einen Anker in Asphalt reinklopft, bremst das nicht so brutal. So, dann geht's über die Linie und das ist der Rennsieg. Vielleicht sehen wir da drüben die anderen vorbeijumpen. Also wir haben auf jeden Fall mit einem größeren Vorsprung gewonnen als wie noch im letzten Rennen. Performance Style und Performance Style, Getriebe und Auspuff.
Da bin ich jetzt mal gespannt hier. Getriebe geht 259 zurück. Komm, Leute. Das erste 280er Teil haben wir jetzt mit Auspuff. Das heißt, einmal sind wir schon am Limit. Einmal geht es nicht mehr weiter nach oben. Das finde ich jetzt aktuell schon ein bisschen schwach hier dafür, dass das die dritte Stufe war. So, ein Rennen geht definitiv noch. Deswegen Albert, oho. Nee, die machen wir nicht. Ich will ja mit einem R8 hier fahren. So, 230er Index. Detroit Interstate. Machen wir das mal. Ey, da ist sogar ein JP-Aufkleber drauf. So, ab geht die Post. Es wird Zeit für dich, die Straße zu beherrschen. Bin doch schon dabei. Bin ja nicht umsonst die Nummer 1. Mit Warride hier arbeiten, sonst wird das, glaube ich, gegen die Massenpass hier schwierig. Wir haben nämlich gut Zunder drauf. Ich habe mit dem Auto irgendwie so ein bisschen die Probleme. Das ist irgendwie komisch. Es fährt sich nicht so geil. Rein geht's in Runde 2. Man fährt das nicht angenehm, oder ja? Keine Ahnung, muss da jedes Mal erst warm werden oder so? Sind die Reifen nicht auf Temperatur bei Rennstart? Ich weiß es nicht, Junge. Naja, egal. Wenn wir jetzt den Speed von uns aus gefunden haben, ist ja gut. Also 300 Sachen geht's hier runter. So, eigentlich war das ja mal gar nichts hier über die Ziellinie. Aber egal. So, wieder 19.000 Credits dazu. So schlecht sind wir echt nicht unterwegs. Wir haben ein neues Tuning-Teil bekommen. Neuen Seitenschweller. Da bin ich ja mal gespannt hier. Erstmal hier die Performance-Teile verbauen. Es wird ja immer besser hier. Dann sind wir schon bei 265 Gesamtindex. Und ich würde sagen, die Veranstaltung jetzt noch einmal hier als... Achso, genau, die hat man ja. 280 sollte man haben, 265 haben wir. Das kriegen wir trotzdem hin. Elten Sicherheitsschuhe macht's möglich. So, da stehen wir am Start und hoffentlich gewinnen wir das Ding auch. Danach schauen wir natürlich noch kurz in die Garage und schauen, was wir hier an Tuning da bekommen haben.
Und die zwei müssen wir erstmal hier aufholen können. Ja, wie fühlt sich an, als hätte man ein bisschen mehr Grip, obwohl es regnet. Das ist komisch. Okay, die Rücklichter sieht man mal fast gar nicht. Die sehen geil aus, wenn sie so dunkel sind. Also wir hier mal jetzt Zeit, dass wir uns aufladen. Ich weiß nicht, ob alle darauf gewartet haben, dass ich so triumphiere. Das war jetzt nämlich wieder ein einfacher Sieg. Ich hoffe wenigstens jetzt auf ein goldenes Teil hier. 22.000 gibt es oben drauf. Zwei goldene Teile. Das ist halt die Frage, was haben wir da schönes gekriegt? Getriebe auf jeden Fall schon mal. Bitte Getriebe Stufe 280. Das wäre natürlich dann mega. 269, aber immerhin Gold hier. Gut, dann würde ich aber sagen, wir verbauen gleich schon mal das ein schlechtere. Okay, da habe ich nichts. Schon, ich glaube, wir sind trotzdem noch das stärkste Auto, obwohl... Achso, warte mal. Warte mal. Da müssen wir auf jeden Fall hier noch auf Standardbremsen zurück. Wir gehören trotzdem noch zu den stärksten Autos, so ist ja nicht hier. Das darf man nicht vergessen, aber wir gehen jetzt mal kurz zurück ins Haus, denn dort gibt es auch was Schönes. Wir sind hier in Detroit. Was ist denn das da oben eigentlich? So, das sind die, ich weiß schon, das sind die, Hovercraft-Rennen, genau. Wir betreten das Ganze hier. Dann gehen wir ein Stockwerk runter. Gehen nämlich in die Garage. Oh. Ulala, schöne Seite. Wir brauchen aber die hier. Okay, jetzt passt irgendwas gar nicht mehr. Jetzt ist nämlich wieder die alte Garage da. So wie sie früher mal war. So, okay, drüben ist anders wie hier. Ich verstehe schon. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt mal das Fahrzeug. Weil der hat nämlich neue Seitenschweller bekommen. Und da bin ich schon neugierig, wie das Ding aussieht. Bremssättel passen jetzt natürlich nicht mehr. Die müssen jetzt schwarz werden. Hätte ich auch gesagt, Rennsportfelgen. Sieht das Ganze gleich viel besser aus. Nee, das soll schon so bleiben, wie es aktuell ist. So sieht es nämlich am besten aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall wieder raus.
Ja, mit diesem Bild würde ich sagen, war es das jetzt für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass doch unter mir nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.